Am 14. und 15. Januar gastiert in der Reutlinger Stadthalle wieder die Traumfabrik. Seit 36 Jahren verzaubert das Schautheater sein Publikum. Mit einer Mischung aus Akrobatik, Tanz, schwarzem Theater, Musik und Comedy, voller Fantasie und Lebensfreude. Wir zeigen Ihnen, was Sie erwarten dürfen. Im letzten Jahr spielten hier die Künstlerinnen und Künstler der Traumfabrik ihre Premiere vor 3000 Besucherinnen und Besuchern. Grund genug, zum zweiten Mal in der Achalmstadt aufzutreten. Das Showtheater mit einer Mischung aus Akrobatik, Tanz, Musik und Comedy. Wir nennen uns Showtheater der Fantasie. Das heißt, wir sind auf der einen Seite Show, aber in Richtung Theater. Und ja, sind sehr stark auf dem Punkt der Fantasie der Zuschauer. Also schlagen etwas ruhigere Töne an und versuchen eben eine Atmosphäre zum Träumen zu bringen, sodass man auf eine zweistündige Reise in die Welt der Träume geht. Ursprünglich waren es ein paar Studenten, die vor 36 Jahren die Traumfabrik gegründet haben. Doch schnell hat sich die Truppe professionalisiert. Die Show in Reutlingen soll eine Mischung aus den besten Nummern werden. Dabei die Lieblingsnummern der Fans, aber auch die des Ensembles. Auch dabei Gastkünstler aus der ganzen Welt. Da haben wir noch aus Kanada ein Duo dabei, das Comedy-Akrobatik macht. Also auch da wieder sehr gut unseren Punkt. Zum einen, weil wir auch einen Comedy-Anteil haben, aber eben auch Akrobatik. Und die vereinen das eben zusammen und zeigen da wirklich sehr verrückte Sachen. Und außerdem ebenfalls aus Kanada haben wir die weltbeste Künstlerin im sogenannten Roussir, also sozusagen das halbe Rhönrad, in dem sie sich bewegt, war auch schon beim Supertalent und dergleichen und im Cirque du Soleil. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir da aus Kanada einige dabei haben werden und werden, denke ich, einen sehr schönen Abend in der Stadthalle haben. In Reutlingen gibt die Truppe 4 Shows, am 14. und am 15. Januar jeweils am Nachmittag und am Abend. Mehr Infos unter www.traumfabrik.de.